Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Donnerstagabend, 21 Uhr, Vitoco Live-Zeit. Mein Name ist Alexander Vitoco, Live-Coach aus Leidenschaft. Und wir haben heute ein schönes Thema im Thema der Woche. Sie sind Energie. Sie sind Energie, pure Energie, tolles Thema diese Woche. Energie heißt ein wahres Kraftwerk. Alles, aus dem Sie bestehen, ist reine und pure Energie. Ihre Zellen, Ihre Knochen, Ihr Körper. Genauso wie die Luft, die wir atmen, die Schwingung, die wir aufnehmen, wenn wir in einen Raum betreten, die gleiche Energie wie das Material, aus dem Ihr Fernseher besteht, in den Sie gerade reinschauen. Alles die gleiche Energie, nur verschiedene Erscheinungsformen. Das Spannende dabei ist, dass Sie diese Energie verformen können. Wir können sie in eine andere Form bringen, gießen. Fangen wir mal bei unserem Körper an, bei Ihrem Körper. Das ist das Spannendste wahrscheinlich. Wir können die Zellen in uns in eine andere Schwingung versetzen. Und dementsprechend, wie diese Zellen schwingen, fühlen wir uns. Wussten Sie, dass Sie so viel Energie produzieren, dass Sie eine ganze Woche lang Zürich beleuchten könnten? Sie sind ein wahres Kraftwerk. Sie sind diese Energie. Und sie beeinflusst durch unser Denken, durch unser Tun, diese Energie in uns allen, hier draußen, die Schwingung, die wir nach außen transportieren. Und damit verändern wir und beeinflussen wir die komplette Energie in diesem ganzen Universum. Das heißt im Klartext, wir können alles erreichen. Aber einfach, um Ihnen nochmal bewusst zu machen, was Sie für eine Highspeed-Autobahn von Molekülen, von Schwingungen sind, die Sie produzieren, strecken Sie einfach mal die Arme. Strecken Sie mal die Arme, so wie ich es tue, halten Sie sie gerade und halten Sie sie fest. Streng und fest. Nach außen betrachtet sehen die Arme aus wie, ja, ich halte sie fest. Ich halte sie hoch. Und da kann sich einer dranhängen versuchen. Ich würde versuchen, sie hochzuhalten. Ich gebe alle Kraft dort hinein. Aber ist Ihnen bewusst, dass gerade in diesem Moment in Ihren Armen Ihre Moleküle in einer Geschwindigkeit schwingen und vibrieren von 298.080 Stundenkilometer? 298.000, nicht 298. Und das wäre schon schnell. Sie sind ein wahres Energiebündel, ein wirkliches Kraftwerk. Nutzen Sie diese Energie für sich, um all das erscheinen zu lassen, was Sie gerne erscheinen lassen wollen, um Ihre Ergebnisse zu erzielen, die Sie sich so sehr wünschen. Darum geht es doch hier. Wir haben also Gedanken und wir entscheiden durch unseren Gedanken, den Arm hochzunehmen und ihn festzuhalten. Und dementsprechend, was sind Gedanken? Energie, pure Energie. Was sind Taten? Die gleiche Energie, nur eine andere Form. Also verändern wir durch unser Denken und Handeln entsprechend diese Energie. Und dementsprechend kommt am Ende etwas dabei raus. Irgendeiner hat sich diesen Fernseher, in den Sie hineingeschauen, ausgedacht. Hat vielleicht rumgetüffelt, gemacht und getan. Er hat gedacht, er hat getan. Es ist etwas dabei rausgekommen. Lassen wir also diese Energie positiv nutzen und fangen wir mal bei der Idee an. Die Idee ist ein erster initialer Gedanke, der uns kommt. Wie reagieren Sie auf eine Idee? Denken Sie darüber nach und Argumente, warum, wieso es vielleicht schwierig wird, über das Wie soll das gehen, etc. Oder ob Sie es wert sind, diese Idee zu verwirklichen, das wirklich zu erreichen. Oder denken Sie daran, wie das wäre, wenn Sie diese Idee verwirklicht hätten, wie fühlt sich das an? Wir können uns da reinfühlen. Wie gehen wir damit um? In welche Form verwandeln wir diese Energie? In positive Schwingung, in negative Schwingung, also im Klartext in höhere Schwingungen, also die mehr kraftvoll sind, oder in negative, niedrigere Schwingungen, die uns Kraft saugen sogar, die uns also auch schwach fühlen lassen oder schlecht, negativ. Ein Tipp für Sie. Die einzige Frage, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie eine Idee haben oder Ihnen eine Idee gebracht wird,
bereichert diese Idee mein Leben? Bringt mich diese Idee meinem Ziel, meinem Wunsch, meinem Traum näher? Bereichert diese Idee mein Leben? Und wenn ja, machen Sie sich auf voller Tatendrang, was können Sie tun, um sie zu verwirklichen? Welche Möglichkeiten haben wir? Machen Sie sich keine Gedanken über das Wie. Wie in Herrgotts Namen soll das alles funktionieren? Nein, treffen Sie die Entscheidung, dass Sie die Idee verwirklichen werden. Und auch dadurch verändern Sie die Schwingung, Ihre Energie. Und Menschen um Sie herum werden merken, dass Sie fest entschlossen sind, diese Idee nach außen zu tragen, zu verwirklichen und dafür zu stehen und alles zu tun, was irgendwie notwendig ist. Und dadurch wird Ihnen auf einmal Hilfe gebracht. Andere Menschen denken für Sie mit und geben Ihnen neue Ideen, die darauf anschließen und darauf folgen und dementsprechend Ihnen helfen werden, den nächsten und übernächsten, übernächsten Schritt zu gehen. Und ehe Sie sich versehen, werden Sie Ihr Ziel erreicht haben. Nutzen Sie die Kraft, die Sie in sich haben und verwandeln Sie diese Energie. Sie sind pure Energie und sie beeinflusst die ganze Welt, die ganze Welt. Also wer soll bitte schön daran zweifeln, dass Sie, meine Damen und Herren, dieses Ziel nicht erreichen können? Dass Sie es erreichen können? Außer Sie selbst? Niemand. Wenn Sie wissen, wenn Sie begreifen, wenn wir verstehen, dass Sie diese pure Energie sind und dass Sie es in der Hand haben, besser gesagt im Kopf haben, die Schwingung entsprechend zu verändern, können Sie alles erreichen. Kann Sie nichts und niemand mehr aufhalten. Und das macht genau den Unterschied zwischen sehr erfolgreichen Menschen, die alles erreichen, was sie wollen, und Menschen, die nur davon träumen, weil sie es vermeiden und verpassen, die Energie in die richtige Schwingung zu versetzen und dementsprechend zu handeln. Ich wünsche Ihnen viel Bewusstsein. Schauen Sie sich das gerne hier nochmal an, immer und immer wieder, bis der Groschen fällt. Und dann gehen Sie voller Tatendrang an. Denken Sie dran, bereichert diese Idee mein Leben, ist das Entscheidende, die entscheidende Frage. Und ich versuche jetzt in Schreib Alex die Menschen zu bereichern, die mir Fragen geschrieben haben, mit meinen Antworten. Ich freue mich drauf. Liebe Zuschauer zu Hause, ich habe wieder einige Fragen von Ihnen erhalten, auf die ich hier gerne in Schreib Alex eingehe. Und die erste Frage kommt von dem Alexander, meinem Namensvetter. Hallo. Und er schreibt, wie baue ich viel Selbstvertrauen und starken Glauben an mich auf? Eine sehr interessante Frage, lieber Alexander, die sicherlich viele, viele Zuschauer da draußen interessiert. Was ich dir dazu mitgeben möchte auf jeden Fall ist, produziere Erfolge. Vielleicht kennst du das aus irgendwelchen Seminaren oder Büchern, Erfolgsbüchern. Es wird immer wieder mal davon geschrieben, dass man oder gesagt, gesprochen, dass man ein Erfolgsjournal führen soll. Also am Ende des Tages mal aufschreibt, was alles gut war, was man alles gut geschafft hat, gut erledigt hat. Es sind die Kleinigkeiten im Leben, die das Leben verändern, die eine große Wirkung erzielen. Also konzentriere dich, das ist, was dahinter steckt, das ist das, worum es geht, auf deine Erfolge. Und dadurch bestärkst du dich automatisch immer wieder und machst dir klar und deinem Unterbewusstsein klar und setzt es in deinem Glaubenssystem fest, dass du gut bist, stark bist, das kannst, es schaffst und somit stärker und dir vorstellen kannst, alles zu erreichen und reifer und stärker zu werden für größere Aufgaben. Also du stärkst deinen Glauben und dein Selbstvertrauen, das Selbstvertrauen vor allen Dingen, dadurch, dass du dich um Erfolge kümmerst. Denke nicht an die Zweifel, es geht darum, den Geist zu kontrollieren, sondern denke daran, was du alles gut machst, was du alles kannst. Du kannst dich natürlich auch mit Affirmationen bestärken dabei, dass du dir immer wieder sagst, in der Situation, wenn es darum geht, etwas zu tun, ich schaffe das, ich mache das, ich kriege das irgendwie hin, ich habe noch keine Ahnung wie, aber irgendwie schaffe ich das. Das macht viel aus. Zum Thema Glaube nochmal, lieber Alexander. Glaube entsteht durch Dankbarkeit. Also wenn du mit einer dankbaren Seele, mit einem dankbaren Blick
durch die Welt gehst und dich darauf konzentrierst, warum du dafür dankbar sein kannst, dass das jetzt hier gerade passiert ist, dass dir gerade der Kunde von der Schippe gesprungen ist zum Beispiel, ja? Dass du gerade eine Absage bekommen hast, aber auch, dass gerade das gut geklappt hat, da fällt es natürlich etwas leichter. Durch Dankbarkeit entsteht der Glaube, weil wir durch Dankbarkeit begreifen, dass in allem etwas Gutes für uns steckt. Durch die Dankbarkeit konzentrieren wir uns auf das Gute in der Sache, in der Situation, in dem anderen Menschen, in dem Gesagten. Und dadurch erkennen wir auf einmal den Sinn dahinter und dass uns das immer etwas bringt, dass es für uns ist. Und dass es für unsere große ganze Sache, für die wir das vielleicht hier gerade getan haben, dieses Gespräch geführt haben oder was auch immer, trotzdem gut war und wir vielleicht daraus lernen dürfen, etwas verändern können, um nachher noch besser zu werden, noch schneller ans Ziel zu kommen, noch klarer die Welt zu sehen. Und insofern können wir dann wieder schon noch leichter dankbar dafür sein. Aber es stärkt dadurch den Glauben, dass wir dadurch jetzt lernen durften und dadurch auch, dass unserem Ziel wieder einen Schritt näher gekommen sind und das doch schaffen können. Es stärkt den Glauben. Dankbarkeit ist der Schlüssel dazu. Okay. Die nächste Frage habe ich von der lieben Bettina bekommen. Und sie schreibt mir: Hallo Alex, ich habe seit einigen Tagen täglich Grüß Alex abonniert und es gefällt mir sehr gut, was ich da täglich so lese. Ich möchte mein Einkommen gerne verdoppeln, weiß in Anführungsstrichen eigentlich auch genau, was ich tun soll und komme einfach nicht ins Tun. Ich lasse mich immer wieder durch alltägliche Sachen ablenken und kriege irgendwie die Kurve nicht. Was soll ich tun? Liebe Grüße. Also Bettina, da stelle ich dir mal ganz klar die Frage, warum willst du denn dein Einkommen eigentlich verdoppeln? Weißt du das? Vielleicht hast du irgendwelche Bedürfnisse, vielleicht ist es zweckgemäß, damit du deinen Lebensstandard halten kannst. Das mag alles logisch sein, das mögen gute Argumente im Außen sein oder für das Außen, also von außen betrachtet. Aber die Frage zielt darauf ab, wie es in dir innen drin aussieht. Also willst du denn eigentlich dein Einkommen verdoppeln? Ich meine, wir haben alle gerne mehr Geld, keine Frage. Aber dieser logische Satz, dass wir es tun sollten, damit wir das und das bezahlen können, das und das halten können, uns das und das leisten können, etc., hilft uns zwar und sagt uns, dass das Sinn ist, macht und sinngemäß ist, aber das Herz von innen, die Innenbrunst, sagt uns vielleicht was ganz anderes. Vielleicht sagt dir gerade deine innerste Stimme, eigentlich hätte ich am liebsten meine Ruhe. Als Beispiel. Also irgendwas tief in dir drin geht anders vor, als das, was dich im Außen von deinem logischen Verstand her treibt und sagt, ich will das. Ja, du setzt den Willen da drauf, du zwingst dich also durch deinen logischen Verstand und deinem Willen, du konzentrierst dich auch darauf, aber es fluppt nicht. Unterm Strich ist ganz simpel, es ist nicht in deinem Flow. Das heißt nicht, dass es nicht in deinem Naturell ist, das Doppelte zu verdienen, aber der Grund, der dich treibt, ist nicht in Harmonie mit dir. Also kümmere dich mal um die Frage, warum du es eigentlich willst. Und die Frage, die dahinter steht, ist das, was wir auf unseren VIP-Bändchen draufstehen haben. Was will ich? Also willst du es wirklich? Und das wage ich zu bezweifeln an dieser Stelle. Beim Computer würde man sagen, resette dich mal und konzentriere dich mal auf das, was du eigentlich wirklich willst. Nimm mal den ganzen Druck auf dieses Außen und deine Sichtweise, auf dieses ich will das aber, ich muss das aber tun oder was auch immer, mal weg. Lass das alles mal weg und geh mal zurück, back to the roots, in dich selbst hinein und frag dich mal, was du eigentlich wirklich willst. Wenn du weißt, wofür du es tust, und zwar in deinem Herzen, dein Herzensgrund, ja, dein Herzensverlangen, deine Herzenssehnsucht, das ist das, wo du dann in deinen Flow kommst. Dann hast du kein Problem mehr, dich zu konzentrieren oder ins Tun zu kommen. Die Susanna hat mir eine schöne Frage geschrieben. Sie bedankt sich auch für die täglichen Inspirationen und sagt meine Frage an dich. Ich will mich selbstständig machen und eine Praxis für Fußmassagen und Energiearbeit aufbauen. Worauf soll ich mich als erstes konzentrieren und was ist zu tun? Da ich mich jetzt mit Fußmassagen nicht wirklich gut auskenne, liebe Susanna, bleibe ich mal bei meinem Bereich rein geistig betrachtet, kognitiv. Es ist ganz simpel, so wie alles funktioniert und wir alles in diesem Leben
kreieren. Es ist ganz einfach, konzentriere dich auf dein Ziel. Seh dich in diesem Film, seh dich in dieser Praxis mit dem Messingschild draußen hängen, seh dich die Fußmassagen machen, die Energiearbeit machen, seh dich in deiner Leidenschaft. Es hört sich so an, als ob es deine Leidenschaft ist. Das alles tun, wie sehen diese Kunden aus? Wie siehst du dich selbst? Auf welcher Liege liegen diese Menschen? Wie sieht der Raum aus? Wie ist dieses ganze Umfeld? Also bau dir diesen Film deinem Wunsch entsprechend. Es ist dein Traum. Also seh dich und fühle dich in deinem Traum. Für dein Unterbewusstsein ist das Fiktion oder Realität ist das Gleiche, kann nicht unterscheiden. Das heißt, du fühlst dich in dem Moment genau so, wie wenn du es schon hättest. Das heißt, deine Zellen vibrieren in genau dieser Schwingung und dementsprechend bist du in diesem Moment da. Und je öfter du das tust mit dieser Übung, umso mehr kannst du Details erkennen in diesem Film und die werden dir Hinweise geben, auf was zu tun ist. Wir nennen das in Visionen denken. Das heißt, du siehst dich in deiner Vision und weil du dich in diesem Film siehst und ganz klar erkennen kannst, was da für Details drin hängt, da hängt das Bild, da ist die Farbe an der Wand und so weiter, kannst du daraus Arbeitsschritte ableiten, zurück zum Hier und Jetzt, zu dem Punkt, wo du heute gerade stehst und kannst anfangen, sie abzuarbeiten. Und mach dir keine Gedanken über alles andere. Zweifle nicht, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Gedanken darüber, wo das Geld herkommen soll, etc. Tu einfach. Mach es. Verwirkliche diesen Film und du wirst dich wundern, wie schnell das alles geht und wie sehr und schnell alles reinfällt, alle Gelegenheiten, Situationen, die gebracht werden, damit genau das verwirklicht wird. Und zwar sogar zu diesem bestimmten Datum, was du dir setzt. Setz dir ein Datum. Ich hoffe, die Fragen konnten Ihnen, liebe Zuschauer, und euch dreien natürlich sehr gut weiterhelfen und haben euch viel gebracht. Ich freue mich jetzt auf meinen Studiogast im Gespräch mit Alex. Und wenn Sie noch irgendwelche Fragen an mich haben, liebe Zuschauer, wo Sie auch sagen, Mensch, ich habe da auch mal eine Frage, die würde ich auch dem Alex gerne mal schreiben, dass er mir die beantwortet, dann schreiben Sie an schreibalex@alexandervitocco.de. Ich freue mich auf Sie und auf Ihre Fragen und werde sie mit Gewissheit in den nächsten Sendungen beantworten. Und jetzt freue ich mich auf meinen Gast im Gespräch mit Alex. Ja, liebe Zuschauer, im Gespräch mit Alex begrüße ich heute ein Erfolgsbeispiel par excellence. Das freue ich mich ganz besonders drauf. Wir haben heute den lieben Paul bei mir im Studio, Paul Eaton. Herzlich willkommen. Ja, hallo Alex. Schön, dass du bei uns bist. Also, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, was du machst und wo du herkommst? Ja, was mache ich? Ich freue mich auf die Zukunft. Ich komme aus dem Kanton Zug. Und was ich jetzt mache, ist natürlich gewisse Sachen umsetzen, die ich bei dir gelernt habe. Und ich habe jetzt den Fokus kennengelernt. Und ich denke, da werde ich jetzt den Fokus setzen und umsetzen. Okay, worum geht es bei dir konkret für die Zuschauer? Okay, das geht um insbesondere um Videomarketing. Das war ja der Punkt, den du mir am wie war das noch einmal, Nachtessen gesagt hast. Und da werde ich jetzt anpacken und da werde ich im Herbst werde ich mit ein paar Kollegen eine Schulung eröffnen. Und da geht es um Videomarketing insbesondere und natürlich drumherum auch um die ganze Marketinggeschichte. Das ist vor allem, also ich denke, das ist vor allem wichtig jetzt für Kleinunternehmer, Kleinstunternehmer, welche an Kunden kommen wollen. Und ein Video transportiert ja wunderbar die Persönlichkeit. Okay. Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wo kommst du her? Also aus welchem Ort kommst du? Du bist ja ein Schweizer. Das ist mal, ne? Wir haben ja immer Deutsche und Schweizer, deswegen finde ich das immer mal interessant, wo du herkommst. Genau, also ich komme aus Unterägeri, das ist im Kanton Zug. Aber ich sage immer Kanton Zug, weil also Unterägeri kennt fast niemand. Unterägeri, genau. Ja, das ist da, wo es den schönen Fisch gibt, ne?
Genau. Wie heißt das Ding noch, was du mir da gegeben hast? Das ist ein Eggeri-Mandelfisch. Mandelfisch, genau. Der war übrigens sehr lecker. Kann ich Ihnen nur empfehlen, liebe Zuschauer. Also mal, wenn Sie mal in Unteräggeri sind, Mandelfisch. Das ist wirklich sehr interessant. Aber kleiner Exkurs. Also, was hast du vorher gemacht? Also du hast jetzt eine Ausbildung gemacht bist dann noch mittendrin oder ich weiß nicht, wie weit du jetzt schon bist, bei einem sehr guten Experten, den ich auch kenne, in Sachen Internetmarketing. Und als wir uns kennengelernt haben, du warst beim SGR-Tag, beim letzten SGR-Tag hier in der Schweiz. Und warum bist du da hingekommen? Also wo war dein Stand vorher, so mental und ja, im Leben? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe mich mit dieser ganzen Internet-Marketing-Geschichte schon länger auseinandergesetzt. Jetzt mache ich eine Ausbildung dazu und dort ist ein lieber Kollege von mir, der wohnt im Tessin und ich habe mit ihm sehr viel Kontakt via Skype und diese anderen modernen Möglichkeiten. Mhm. Und er hat dann gesagt, ja, du, hör mal, der Vitoco, der kommt nach Zürich und den wollte ich schon immer mal sehen und möchtest du da mitkommen? Da habe ich gesagt, ja, okay, ja, schauen wir mal. Und dann hat er noch eigentlich ein Schlüsselwort gesagt und hat gesagt, weißt du, das ist der mit Bob Proctor und The Secret. Und The Secret ist für mich natürlich ein Begriff und da habe ich sofort ja gesagt. Da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich auch mal dahin. Mhm. Okay, jetzt hast du die zwei Tage erlebt, inklusive dieses Coaching-Dinners am Ende, am Abend des Samstages. Und was hat das bei dir ausgelöst? Also du hast die Ausbildung gemacht fürs Internetmarketing und wenn ich das noch so in Erinnerung habe, dann warst du noch nicht so ganz schlüssig, wie setze ich das jetzt alles um, wie werde ich damit erfolgreich etc. Ja, genau. Also es war ja so, dass ich zu viele Interessen habe. Ich bin sehr breit interessiert, Techniklastig und so weiter. Und ich wusste eigentlich nicht, wo anpacken. Ich habe viele Ideen. Und dann hast ja du mir gesagt, also du hast mich ein bisschen interviewt, ja, was machst du denn oder was möchtest du? Ich habe die Sachen aufgezählt. Und dann hast du etwas ganz Entscheidendes gesagt. Du hast gesagt, was von dem machst du am liebsten? Und ich habe gesagt, Videomarketing. Und dann hast du zu mir gesagt, ja, das ist es. Und dann war für mich, ja, war jetzt das alles? Natürlich war das alles, hast du mir im Nachhinein bestätigt. Ja. Und es ist eigentlich auch der Punkt, wo ich wirklich aufgehe mit der ganzen Geschichte. Und das ist auch der Punkt, den ich über alles liebe. Also es braucht diesen Sparringspartner, ja, im Außen, der das einfach mal widerspiegelt, weil für Außenstehende ist es ja bei Freunden oftmals genauso, für dieses völlig logisch und simpel zu erkennen, wo wir uns konfus hin und her wuseln und gar nicht wissen, was ist es jetzt eigentlich? Und der sagt, ist doch klar, das habe ich schon die ganze Zeit gesagt. Ja, so. Und letztendlich war das ja bei uns beiden dann genauso. Ne? Also wenn man mal die richtige Frage stellt an sich selbst oder von außen gestellt bekommt, dann ist es plötzlich ganz klar. So, jetzt hast du deins gefunden, glücklicherweise, ja. Da sind wir ganz froh drum, alle beide. Was ist danach passiert? Ja, also zuerst habe ich ja die Einladung bekommen zu diesem Interview und dann hat mich das so motiviert, dass ich, also das Tun ist ja das Wichtige und da ich ja jetzt den Fokus hatte, habe ich begonnen, ein E-Book zu schreiben, genau über diese Videomarketing-Geschichte, insbesondere mit dem iPhone. Also wenn man das anschaut, iPhone ist ja nicht nur ein Telefon, sondern kann eine Marketingwaffe sein, eine Marketingwaffe sein, ja, ein Marketing-Tool sein. Und weil mit dem iPhone kann ich so viel machen, ich kann die Aufnahmen sofort machen, ich kann sie auch editieren darauf und ich habe eigentlich in der kürzester Zeit ein Video zusammengestellt. Und über das habe ich ein E-Book geschrieben, da braucht es jetzt noch ein paar Fotos und so, aber so in 2 Wochen wird das fertig sein. Wow, also du hast Fokus, ganz klar, vorher ein bisschen Verwirrung, Konfusion, wie kriege ich jetzt Internetmarketing auf die Räder, wie kriege ich da jetzt mein Business draus, mein Geschäft draus entwickelt und seit ich aufs Videomarketing konzentrierst, kann man sagen, bist du so ziemlich in deinen Flow gekommen, ne? Du hast mir das vorhin so ein bisschen erzählt und jetzt schreibst du dein E-Book, dein erstes, das wird jetzt bald fertig sein. Wie hat sich das so angefühlt für dich, nachdem diese Klarheit so plötzlich da war? Da ist man ja erstmal, du hast es eben so schön wiedergegeben, erschlagen im Prinzip förmlich. Ja? Wie hat sich das angefühlt und wie bist du damit umgegangen? Ja, also das ist natürlich
ich sage dem Gänsehautfaktor, also wenn du, oder Hühnerhautfaktor. Also wenn du Hühnerhaut bekommst, wenn du etwas machst, hast du die richtige Power drin. Mhm. Und es hat sich ja da einiges noch anderes getan. Also da sind Türen aufgegangen, ich hatte gar nicht gewusst, dass da Türen sind. Und ich habe auch bereits schon einen Auftrag gekriegt für diese ganze Geschichte. Also ich darf einer lieben Kollegin noch ein Video-Marketing-Projekt durchziehen mit dir. Und was natürlich dann auch noch ist, das habe ich aber schon vorher ein bisschen präpariert gehabt, aber da ist es natürlich der Fokus auch extrem in diese Richtung. Da machen wir im Herbst diesen Jahres, werden wir eine Schulung eröffnen, wo man dann als Klein- und Kleinstunternehmen, so sage ich 1 bis 3 Personen, werden wir diese ganzen Techniken über Internetmarketing, über Videomarketing etc. beibringen. Und dort ist auch so eine Idee, dass wir ein Done-for-you-Paket machen, also für Leute, die keine Lust und keine Zeit haben, die aber etwas machen möchten, denen bieten wir ein Komplettpaket an, dass sie eigentlich sich um die Technik gar nicht kümmern müssen. Sie sollen dort das bringen, wo sie spezialisiert sind, und wir machen dann den anderen Part. Das ist so die Idee, und da möchten wir im Herbst starten. Super. Also absolut Erfolgsgeschichte durch und durch. Seit der Knoten geplatzt ist, ist alles in seinem Flow, wie man so schön sagt. Und wir sind gespannt und werden es beobachten, was da noch alles bei dir geschieht und passiert. Und freue mich drauf, wenn du diese Schulung, ist ja eine ganz tolle Sache, auch mit diesem E-Book, dass du den Menschen wirklich, diesen kleinen Unternehmern, wie du sagst, wirklich eine große Hilfeleistung geben kannst. Also ich glaube, das ist wirklich ein Problem für viele, die gar nicht wissen, wie man weiß, wie man eine Anzeige schaltet, du hast das vorhin so schön gesagt, aber nicht, wie man ein Video dreht und damit ein Marketinginstrument in der Hand hält, das dann auch zum Nutzen kommt, sodass man auch wirklich mehr Kunden generiert. Es ist ein anderes Zeitalter. Also ich glaube, da hast du eine Nische gefunden, die wo sicherlich Bedarf ist bei vielen Menschen noch, und da hast du, glaube ich, was angestochen. Viel Erfolg dabei. Vielen herzlichen Dank, lieber Paul, dass du bei uns warst. Sehr gut. Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie auch diesen Flow erreichen wollen oder mal, dass der Knoten bei Ihnen platzt, dieses Aha-Erlebnis, wie Sie sich selbst verwirklichen können, da kann ich Sie nur animieren, auch zum SGR-Tag zu kommen, weil da geht es genau darum, und es war sicherlich der Schlüsselmoment für Paul in dem Moment, aber wir erleben das immer wieder nach 1,5 Tagen, wo wir uns um diese Thematiken drehen die ganze Zeit und beschäftigen und sie dort immer tiefer eintauchen lassen, dass bei dem einen oder anderen der Punkt hier oder da fällt, aber bei den meisten fällt er. Und die Menschen gehen da raus und immer wieder erleben sie kleine Wunder, die danach passieren. Und das ist so schön, das ist der Grund auch, wofür wir es tun. Also, wenn Sie Interesse haben und auch zum SGR-Tag kommen möchten, wir haben im Moment aktuell 2 im Angebot. Einmal in Deutschland im September und einmal hier in der Schweiz im Oktober. Beides finden Sie, den Deutschen finden Sie unter www.sgr-programm.de, und die Schweizer Variante im Oktober finden Sie unter www.sgr-programm.de/Schweiz. Da ist alles hinterlegt an Informationen und wo das alles stattfindet etc. Ich freue mich auf Sie. Ich verabschiede mich an dieser Stelle bei Ihnen. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag um die gleiche Uhrzeit, um 21 Uhr, wieder bei Vitoco Live. Und zum Abschluss haben wir jetzt noch das bekannte täglich grüßt Alex, die Inspiration für den Tag. Alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss. Hallo, ich habe einen schönen Spruch hier von meinem Coach Bob Proctor. Er hat mal gesagt, die Gedanken, die von außen auf uns einfließen und uns von unseren Träumen und Zielen abhalten, sind der Spiegel unseres inneren Zweifels. Was meint er damit? Wenn du weißt, dass du dein Ziel erreichst, dann kann dich nichts und niemand davon abhalten. Wenn du aber nicht so hundertprozentig dir sicher bist, ob du es erreichst, und vielleicht doch tief in dir drin noch irgendwo ein Zweifel ist, dann bist du offen für die Meinung von außen. Dann wirst du dich verunsichern lassen. Dann denkst du vielleicht doch nochmal drüber nach. Und mit jedem Mal, wo du drüber nachdenkst und auf das Außen hörst, wird dein innerer Zweifel genährt. Und er wird immer größer und größer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel erreichst, wird immer kleiner. Sei dir also sicher,
dass du dein Ziel wirklich erreichst und nichts und niemand auf der Welt dich davon abhalten kann, dann garantiere ich dir, du erreichst es. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.